Turm des Olympiastadions erkennen. Der ist 78 Meter hoch. Ne? 1936 gab es die Olympiade. Da ist der Glockenturm dann auch gebaut worden. Olympiastadion. Kann man nach oben? Geht es mit dem Lift nach oben? Gibt es eine Aussichtsplattform? Hat man von dort einen herrlichen Blick rund um 140.000 Tonnen, so eine tonnenschwert Papierrollen von den Schiffen entladen und 50.000 Tonnen davon gehen in das Druckhaus des Springer Verlages hier in Spandau. Ne? Der Heerstraße, daher der Name Freibrücke. Rechts Yachthafen, rechts im Hintergrund. Da können wir dann lesen, DLRG. Der hat auch verschiedene Funktionen. Hier gibt es eine Erste-Hilfestation, Werkstätten, Schulungszentrum, eine Tauchturmanlage. Ja, bevor sich die Havel so richtig ausbreitet, haben wir hier noch so eine Enge der Havel, ist der Pichelsdorfer Gmünd, so wird das hier nachgemacht.